Hallo Ungarn! Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Ungarn hier kompakt zusammengefasst. In der Nacht kam es zu zahlreichen Sturmschäden, vor allem in den Komitaten Zolor, Vas, Somogy und Gyurmos und Sopron. Feuerwehrkräfte wurden vor allem zu umgestürzten Bäumen, beschädigten Dächern und auf Autos gestürzten Bäumen gerufen. Der Katastrophenschutz meldete auch, dass in der Nähe von Tét ein Auto gegen einen Baum geprallt war, während in Kopuvár die Polizeistation durch die stürmischen Winde beschädigt wurde. Im Komitat Somogy beseitigte die Feuerwehr in Fonyód, Kaposvár und Balatonszászló Bäume, die Straßen blockierten oder auf Stromleitungen stürzten. Die Beseitigung der Schäden in den betroffenen Gebieten dauern immer noch an. Darüber hinaus ist der Zugverkehr in diesen Gebieten aufgrund umgestürzter Bäume und beschädigten Oberleitungen ebenfalls unterbrochen. Außenminister Péter Szijjártó kündigte auf Facebook an, dass eine zweitägige Regierungssitzung in Sopron-Bánfalva stattfinden wird. Der aus Vilnius zurückkehrende Minister schrieb, dass die internationale Lage kompliziert und gefährlich sei und dass sich die Regierungssitzung wahrscheinlich auf die Entwicklung im Krieg in der Ukraine und die Unterstützung für den Beitritt Schwedens zur NATO konzentrieren werde. Das oberste Gericht von Debrecen muss erneut entscheiden, ob es den Bau der Batteriefabrik in Debrecen aus Umweltgründen stoppen soll. Das Budapester Berufsgericht hat vor kurzem ein Urteil erlassen, mit dem das Gericht in Debrecen angewiesen wurde, ein neues Verfahren in Bezug auf die Genehmigung der Batteriefabrik durchzuführen. Die Batteriefabrik benötigt für ihre Versorgung sehr viel Wasser, dessen Menge sogar die Wasserversorgung von Debrecen gefährden könnte. Gestern Nachmittag ereignete sich auf der Autobahn M1 in Richtung Győr ein tödlicher Unfall, meldete die Polizei. Ein LKW wurde von hinten von einem anderen erfasst, wobei der Fahrer ums Leben kam. Tesla hat die Ergebnisse der Supercharger-Abstimmung im Frühjahr bekannt gegeben, sodass das amerikanische Unternehmen in zwei weiteren ungarischen Städten, Kecskemét und Szombathely, neue Hochleistungsladestationen installieren wird. Auf der Webseite von Tesla ist zu lesen, dass Pécs und Siófok die beiden vorherigen Abstimmungen gewonnen haben. Außerdem hat das Unternehmen Supercharger-Ladestationen in Székesfehérvár und je eine im Norden und Süden von Budapest installiert. Nach Angaben der Nationalen Landwirtschaftskammer und des Ungarischen Verbandes für Obst und Gemüse wird in diesem Jahr wegen der Frühjahrsfröste, der Abkühlung der Blütezeit und der starken Temperaturschwankungen nur ein Viertel der üblichen Menge ungarischer Aprikosen auf dem Markt verfügbar sein. Es wird geschätzt, dass in diesem Jahr nur 7.000 bis 8.000 Tonnen Aprikosen geerntet werden können, da die durchschnittliche Produktion um 70-80% niedriger ist als in guten Jahren. Die Erzeuger wurden zweimal von ungewöhnlichen Frösten betroffen, beide Male mit kalten Winden, denen die traditionellen Frostschutzmethoden nicht entgegenwirken. Im Zoo von Nyíregyháza sind persische Leopardendrillinge geboren. Ein 7-jähriges Männchen und ein 3-jähriges Weibchen im Zoo sind seit letztem Jahr ein Paar und haben jetzt Nachwuchs bekommen. Das Männchen und die beiden Weibchen wurden nach 102 Tagen Tragezeit geboren, sagte der Leiter der zoologischen Abteilung des Zoos von Nyíregyháza. Die jetzt 4 Wochen alten Jungtiere wurden bei der ersten tierärztlichen Untersuchung geimpft und mit einer individuellen Kennzeichnung versehen. Der Zoo betonte, dass die Vermehrung eine Sensation sei, da es weltweit nur 54 Exemplare dieser seltenen Leopardenart gebe. In Nyíregyháza können die Besucher nun 5 persische Leoparden besuchen. Am 2. Juli-Wochenende stieg die Zahl der Gäste nach Angaben des Nationalen Tourismus-Informationszentrums um 7% im Vergleich zum ersten Wochenende. Der hohe Wasserstand, die ausgezeichnete Wasserqualität und das gute Wetter machten das Baden am Balaton attraktiv. Der Beginn der Hitzewelle am 2. Juli-Wochenende brachte sofort spektakuläre Ergebnisse in Bezug auf die Besucherzahlen, mit einem sprunghaften Anstieg der Übernachtungsbuchungen, einer Zunahme der Tagesbesuche und einem Anstieg der Zahl der Besucher, sowohl an den kostenpflichtlichen als auch auf den kostenlosen Stränden. Laut Mobilfunkdaten kamen 12% mehr Tagesgäste an den Balaton als in der Vorwoche. Das beliebteste Reiseziel war Siófok mit 26.000 Übernachtungen, gefolgt von Balatonfüred mit fast 20.000 Übernachtungen, aber auch nach Hévíz, Balatonlelle und Zomárdi reisten viele Badegäste. Das diesjährige Bánkító-Festival öffnet am Donnerstagmorgen seine Pforten.
Die Veranstaltung bietet bis zum 15. Juli Konzerte, Theateraufführungen, Vorträge und Aktivitäten. Auf dem Programm stehen Unterhaltung, Konzerte, wissenschaftliche Vorträge und Diskussionen über die Klimakrise, Nachhaltigkeit, Kinder auf den sozialen Medien, die Zukunft der Bildung und den Lehrerberuf. Zu den Aktivitäten für Kinder gehören ein Märchenkonzert und eine Kindertheateraufführung. Erst im vergangenen Sommer fanden die Mitarbeiter des ungarischen Straßendienstes in Jászberény einen Hund am Straßenrand, der inzwischen zu einem großen Liebling des ganzen Landes geworden ist und nach einer Facebook-Abstimmung MK genannt wurde. Ein weiterer Sommer hat ein weiteres Hündchen auf den Weg der Straßendienstmitarbeiter gebracht. Diesmal fand eine Brigade von Westbrem den kleinen 2 Monate alten Dackel im Gras am Straßenrand. Der anfangs verängstigte Hund schmeißt sich nun in seinem neuen Zuhause in der Westbremer Abteilung fröhlich in den Schoß der Mitarbeiter. Er hat auch einen Namen bekommen, Ubi, was auf Ungarisch Gürkchen bedeutet. In Zukunft wird das Unternehmen auf seinen Seiten in den sozialen Netzwerken regelmäßig von den Abenteuern der beiden Hunde berichten. Das Wetter in Ungarn. Am Donnerstag wird mit auffrischenden Nordwestwinden gerechnet, mit Schauern und Gewittern in einigen Gebieten und Höchstwerten zwischen 26 und 36 Grad. Am Freitag können sich die Temperaturen im ganzen Land um einige Grad senken. Das windige Wetter wird Höchstwerte zwischen 28 und 33 Grad bringen. Der Wechselkurs steht heute bei 375 Forint für 1 Euro Mittelkurs. Hallo Ungarn! Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Ungarn hier kompakt zusammengefasst.